Wie kann man den zu bestellenden Nettobedarf errechnen? Ganz klar, wir sind hier auf dem Lager, ne? Diese Begriffe sagen es schon. Wie kann man den zu bestellenden Nettobedarf errechnen? Nun, ich gehe aus vom Sekundärbedarf. Der Sekundärbedarf wird abgeleitet aus dem Primärbedarf, das sind die Endprodukte, und addiere dazu den Tertiärbedarf, der wiederum aus dem Sekundärbedarf abgeleitet wird, plus Zusatzbedarf ergibt den Bruttobedarf. Und von diesem Bruttobedarf ziehe ich jetzt ab den disponierbarer Lagerbestand. Wie man den errechnet, habe ich in einem anderen Video gezeigt und komme auf den Nettobedarf. Wenn hier jetzt einige Begriffe unklar sind, zum Beispiel Sekundärbedarf habe ich kurz erklärt, Tertiärbedarf habe ich auch nur kurz erklärt, Zusatzbedarf, dann gibt es hier jeweils separate Videos von mir zu diesen Begriffen. Und auch disponierbarer Lagerbestand, das lässt sich nicht in einem Wort erklären, sondern ist auch so ein Staffelschema, ein Rechenschema, ist in einem separaten Video erklärt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.